zum Beispiel. Wie viele Leute hast du schon engagiert, Max? Zum Farmen oder sowas? Sandfarmen oder so? Karl hat angefangen, Nebelnik, aber dann hat er angefangen zu schaufeln. 500 Euro für 150.000 Glasflaschen. Und hat dann gemerkt, oh Kacke, das dauert 15 Stunden. Der ist eh erkältet, hat dann abgelehnt. Und dann haben wir neue gefunden, Norman und No Risk. Wollen das jetzt zusammen machen. Haben aber auch schon eingehabt. Sind die gerade Ja, jetzt sind sie gerade dabei. Aber ja, das ist ein sehr großes Projekt. Wir werden noch sehr viel Holz brauchen. Wir wollten was aus deiner Holzfarm kaufen, aber die ist natürlich immer leer. Also aus deinem Holzshop. Da kannst du mal Holz ranbringen und dann kaufen wir das dir nach und nach ab. Vielleicht mit einem Freundschaftspreis und einem Mengenrabatt. Also kann man quasi sagen, hier unser Bereich ist offiziell ab sofort ein Industriegelände. Ja. Geil finden. Okay, dann werde ich jetzt hier einen riesen Schornstein bauen, der Dampf produziert. Dann werde ich weiterhin meine Tour mit einer Palisade umzäunen. So einen Schornstein, der ist ja aus Stein, ne? Max, gib mir mal schnell eine Aufgabe. Unten abstecken, wie groß das wird, die letzte Ebene. Puh, du willst es echt wissen, gell? Trimax, was ist, wenn ich jetzt Veto mehr Geld gebe? Wie Veto mehr Geld? Ich will, dass es nicht macht. Ja. Ich gebe noch, wenn es das nicht macht, dann fragen wir G-Time oder Reapers oder da gibt es ja 1000 Leute. Also, du wirst uns nicht trennen können. Was sagst du? Nicht vom Sand trennen können, also. Meint ihr, soll so einen... Ich weiß es nicht. Was würde euch besser gefallen, Max und Rumatra? So einen Schornstein aus Kobbelstein oder aus normalen Stone? Irgendwas, was geil aussieht. Wieso baut jetzt... Also wo kommt der hin, Kevin, der Schornstein? Ja, hier, neben mein Haus. Warum? Weil der Dampf ablässt. Ja. Der ist dann, um ein bisschen Dampf abzulassen, der Schorn. Ja, ich weiß Stein. Nicht, was so eine geile... Wir hatten ja letztens erst klein ein bisschen Streit, haben es ja gerade wieder vertragen. Ja, aber wir sind ja hier in die Industrie. Ja, so... Ihr seid Ziegelstein. Was ist? Ziegelstein. Rumatra, zeig mal. Wo Ziegelstein. Ist da unten geht. Das ist eine gute Idee. Ja, ich baue hier so einen dicken Schornstein hin. Ist das schlimm? Da kommt... Warum nein? Wer ist denn so schlecht? Du hast doch sonst nicht so schlecht Minecraft gespielt. Ist doch klar, dass da Wasser rauskommt. Deswegen hab ich... Den Schädel hier, du kannst doch nicht hier. Was ist das denn? Ich komme hier nicht runter. Dann müssen wir es anders machen. Ein Ziegelstein, da muss ich einfach nur einen so einen Clayklumpen durch den Ofen jagen. Dann gehen wir hier runter. Warte. Dann gehen wir hier so runter. Also, Trimax, du hast kein Interesse daran, sehe ich das richtig? Wir haben viel Angebot bekommen. Rumatra und ich ziehen das Ganze alleine durch und G-Time holt ab und zu die Materialien ran. Ey, warte, Moment! Moment! Ihr zieht das allein durch. Ey, ich habe euch richtig viel geholfen, Jungs. Ja, ich habe auch Glas, alles mögliche und Sand reingeschafft. Ich habe auch sehr viel Glas geholt insgesamt, ja. Das stimmt. Ich habe mit abgebaut. Bring dir ein paar Dias, Kevin, in deine Kiste, ja? Bitte? Ich leg dir ein paar Dias in die Kiste. Ja, muss ich wieder Holz besorgen? Ja, Holz immer. Wenn Holz man... Immer besorgt, ja, dann hol ich dir... Aber ich leg dir deinen Anteil rein. Wo soll ich dir den noch reinlegen? Abstecken, die Ecken? Wenn du in mein Haus kommst, einfach links in die Kiste. Mal. Ich weiß nicht, wie man die... Du hast das letzte Mal auch ohne mich gemacht, Max. Du hast aber die Ecken vorgegeben. Nein, habe ich wirklich nicht. Kriegt ja keine Probleme mit der Höhe, ne? Ja, genau, mit der Höhe. Die Flaschen verliert man, wenn man... dann hole ich gleich ganz viel Eichenholz, hast du ja gesagt, oder? Das ist der Topseller, ne? Ja. Oh ja, no. Und ich bin der Leidtragende, das Bug. Ja, du hast die Position aber da ausgesucht. Und ich musste gleich... Oh, hell no, I'm out. Ich hab immer gesagt, du ziehst um. Ich? Du hast ja schon... Du hast so viel gemacht. Was hast du gesagt, Max? Max, hör auf. Hier. Ich hab jetzt neu auf meinem Bereich. Oh Gott, hier sind wir schon draußen. Ach, du hast gedacht, du kannst jetzt... Hier ist die Grenze, Max. Sicher? Komm hier durch. Ja, jetzt sicher. Max, hast du gedacht, dass das jetzt hier, dass du das jetzt einfach nehmen kannst, meinen Bereich, oder wie? Dein Bereich nehmen? Nee. Also, ich sag mal so, zu unserem Stil würde das schon passen, oder nicht? Wenn wir hier den Wald so ein bisschen abholzen, Revi. Und dann fangen wir hier an, auch Industrie zu bauen. Wir könnten ja bei dir zum Beispiel einen riesen Steinbruch bauen. Nee. Einfach ins Industrie
Profit am Anfang gegangen. Der hat sich am Anfang gedacht, ich will was richtig, richtig Schönes bauen. Ja, baue ich direkt neben das Industriegebiet, wo ich genau weiß, das wird sich noch ausweiten. Ich weiß doch nicht, dass da ein Industriegebiet entsteht. Woher soll ich das denn wissen, Junge? Hey, hast du letztes Craft-Attack schon mit uns gespielt oder nicht? Ja, aber das war da nicht so krass. Hä, hast du den Kaktusturm gesehen oder die Riesenwarze oder die Wolke? Ja, ich find's halt schade, dass Trivex halt so viele Projekte macht, aber alles irgendwie nicht fertig bringt. Das ist immer so traurig. Wieso, das mit der Biene ist der doch hier am Durchziehen komplett mit dem Honiggolem. Nee, der hat jetzt zum Beispiel immer noch seinen Turm nicht fertig. Da wollte er eigentlich die Kaktusfarm reinmachen. Ja, da sollte er dann mal weiterbauen, während der Honig gefarmt wird. Genau, während der Honig gefarmt wird. Und Kaktus, der Kaktuskönig ist immer noch am Sammeln, Revi. Also Max zieht schon ordentlich durch. Ziemlich krank. Und noch das allergrößte von dem Teil ist, dass ich Dark Eater in Zombies grinden möchte. Zombie Dark Matter. Reapers? Bitte? Mhm. Was ist? Mhm. Kevin, ich will das nicht, dass da irgendwas hinkommt. Ja, nee, ist ja nicht bei dir am Haus, ist ja bei mir. Ja, aber das ist ja direkt mein Nachbarhaus wieder. Ja, aber hier ist die Industrie. Ich finde den Schornstein, wenn man Imker ist, schon sehr wichtig. Also Max, jetzt wird es langsam lächerlich. Jetzt macht ihr das nur noch, um mir auf den Sack zu gehen. Guck mal, Max und Rumatra, ich muss das jetzt auch so ein bisschen, den ihr Image so ein bisschen versuchen, auch nachzuempfinden. Weil, ja, die sind die größten... Nachmachen. Ja, so ein bisschen, ja, nachmachen. Nenn du es nachmachen. Die sind die größten, hier, wie heißt es? Honigproduzenten. Imker, genau. So, und ich möchte der sein, der am meisten Dampf in die Luft pustet, die auf dem Server. Kevin, Digga, ich habe wirklich schon eine riesige Mauer um mein Grundstück gebaut und ich habe das Gefühl, das hätte ich immer noch nicht genug. Das wäre mega krass, wenn hier so richtig hässliches Industriegebiet ist, dann sind da unendlich hohe Mauern, gefühlt Mauern, wo man King Kong drin einfängt. Und ich dann die Mauer auf jede Mauer werde ich eine TNT-Schleimkanone draufsetzen und wenn mich irgendwas abfuckt, schieße ich das auf eure Farm. Ich werde die Mauer bewaffnen, Max. Eine Mauer wird bewaffnet mit Türmen. Ja, sehr nice. Ich rufe hier meine eigene Republik mit eigenen, Ja, aber du musst vorsichtig sein, wenn hier irgendwas anfängt zu explodieren, weil hier sind ja hoch entzündbare Chemikalien bei uns in der Industrie, dann kann das sein, dass deine Mauer Feuer fängt. Kevin, es gibt keine hochentzündlichen Chemikalien in Minecraft. Wie heißt das? Chemikalien. Ja, aber das kann ja trotzdem, dann kann ja deine Mauer Feuer fangen und die ist ja komplett aus Holz. Und dein ganzer Wald könnte anfangen zu brennen. Das wäre übel scheiße. Ihr wollt mir jetzt drohen, dass mein Wald anfängt zu brennen, wenn ich jetzt irgendwie was dagegen mache. Nein. Dass ihr meinen Grundstück zum Lecken bringt. Nee, wir wollen nicht darauf hinweisen, dass der brennen könnte. Ja, genau. Das Raum ist so groß, kann nicht sein. Wieso? Junge, ich werde mir hier einfach meinen eigenen Staat ausrufen. Ich baue mir hier einfach ein eigenes Gebiet mit Bewaffnung. Der Raum müsste genauso groß sein wie der oben drüber, ja. Spark of Phoenix hat mir damals geheime Waffentechnologie gezeigt, Trimax. Und wenn ich muss, dann werde ich die nutzen. Obwohl, ich glaube, hier muss noch eine Line weg und dann haben wir's. Mit Krieg wollen wir nichts zu tun haben. Ihr umferscht mich mit einem gottverdammten Industriegebiet. Ja, wir sind friedlich. Was baust du jetzt da für einen Schornstein? Mann, warum baust du das? Wieso werde ich jetzt hier wieder so umringt von Scheiße? Wo ist der Schornstein? Ich will ihn mal sehen. Zeig mal. Wo ist er? Hier, vor meinem Haus direkt hier. Da, guck mal, ich habe sogar die Schmelzöfen eingearbeitet. Ich werde mal, Mann, guck mal, die sind immer Pimmel auf meinem... Ach, Mann. Ich werde Joecraft auch noch fragen, ob man mit so einem Redstone-Signal das so machen kann, dass wenn man einen Knopf drückt, dann geht der Schornstein innen drin auf und dann kommt aber da der Dampf raus. Ist das dein Ernst, Kevin? Was direkt denn? Direkt vor meinem Tor? Ja, hier ist, guck mal. Und da kannst du hier. Was ist das hier? Was baut Gemba hier? Das wird sein Haus. Ach du Scheiße. Das sieht so ein bisschen. Das sieht richtig aus wie auf einer Baustelle hier. Mann, ich krieg Depressionen, Digga. Das sieht wirklich aus wie eine Großbaustelle, Alter. Er hat frisch angefangen. Du darfst dich nicht über ihn beschweren. Alter, also Gembas Haus ist mein absoluter Favorite bis jetzt. Sieht ja mal richtig aus. Mann, Junge, ich bin so gefickt einfach. Ich werde hier von allen Seiten. Guck mal, der hat sogar ein Eisenlager, hat er sich hier reingebaut. Guck mal, Gita, was hat er gemacht, damit er unser System nicht anderes anfassen muss? Ja, der Gemba, der stellt sich hier rein und dann beobachtet er immer, wenn die Flaschen da rauskommen. Das macht er gerne. Hallo, Revi, kannst du mich hören? Ja. Er hat ganz, ganz, ganz neu mit Minecraft angefangen. Ganz neu. Der hat gar keine Ahnung von irgendwas.
der baut das Holz auf, um es zu lagern. Verstehst du das? Auch die Eisenblöcke. Niemand flame Anfänger. Du kannst dich nicht beschweren, dass das, was er baut, hässlich ist. Dann bist du nämlich wie Chef Strobel, der in Among Us den ersten neuen Spieler tötet und sich damit groß fühlt. Ja, genau, das ist peinlich. Das, was er baut, ist nice. Und er spielt Minecraft zum ersten Mal. Da kannst du nichts für. Aber Jungs, checkt ihr, wie schlimm das alles für mich ist? Ich bin wirklich... Also, ich bin wirklich ein Mensch, der sich hier Mühe gibt. Ich steck so viel Liebe in jedes Detail rein, Alter. Und ihr baut einfach ein scheiß Industriegebiet um mich rum. Das ist doch nicht fair. Ey, das ist so geil. Wir können so viel machen. Wir könnten sogar mit der Eisenfarm, die wir haben, ganz viele Eisenblöcke machen und machen, dass hier überall so Eisenrohre und sowas in der Industrie verlaufen. Oh, wo der ganze Dampf durch abtransportiert wird und alles. Beton und dann überall so noch einfach Metall. Wir bauen einfach so, als wenn wir so ein riesen Chemiekonzern sind. Das wäre nice, du. Digga, dann, Mann, melde dich doch auf eine Konzernposition bei Bayer, Kevin. What the fuck? Es passiert immer unmittelbar da, wo ich wohne. Ja, aber guck mal, Spark baut ja auch da unten so ein riesen, hier auch so eine Produktion. Ja, aber Spark baut richtig schön. Spark baut das richtig schön. Ja, bauen wir ja auch. Nein. Naja, und das war wieder aber falsch, was du gesagt hast. Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Dein Gebäude passt ja auch nicht zu unserem Stil. Und wir akzeptieren das. Mein Gebäude stand aber zuerst. Guck mal, das ist deine Mauer. Kennst du den Film Oben? Mein Gebäude stand zuerst. Hallo. Kennst du den Film Oben? Wo so ein Typ mit seinem Haus mit Luftballons wegfliegt. Ja. So ein bisschen erinnert mich das an diesen Film mit deinem Haus. Der stand auch einfach mit seinem Haus im Weg. Alter, Digga, was soll denn das jetzt? Ich hab doch zuerst mein Haus gebaut. Ja, kannst du damit nicht weggehen? Ohne Witz, ich geh nicht weg. Hau über dein Haus unendlich viele Ballons und dann bist du mit dem Haus einfach über all dem. Dann siehst du es nicht mehr. Das wäre heftig. Wie in Oben. Da hat G-Time schon einen guten Punkt. Mann, das ist einfach nur gemobbt. Das ist einfach hier straight up Minecraft-Mobbing, was hier passiert. Nee, wir wollen dich ja vor der Industrie bewahren. Vor dem Wandel. Hier findet gerade ein Wandel statt. Kevin, das ist kein Wandel, das ist einfach Mobbing. Chat, ist das Mobbing? Nee, also die Leute sagen nein. Bei mir schreiben die Leute nein. Bei mir schreiben die Leute nein. Nee, bei mir schreiben auch alle nein. Rivi ist gegen die Industrie. Ja, das kann sein. Und der Golem ist ja tausendmal besser als zum Beispiel die Stadt der Wunder. Die Stadt der Träume? Ja. Geht ja noch schlimmer, holy. In der Stadt der Träume steht die Villa der Kinder. Die Villa der Kinder existiert nicht. Hör auf, das immer zu behaupten. Es gibt die Villa der Kinder nicht, Max. Lag das nicht immer. Das wirft ein ganz schlechtes Licht auf mich. Ich und mein Sohn, erwachsener Straftäter, sind sehr sauer. Achso. Okay, dann gibt's die nicht. Zuschauer, die Villa der Kinder gibt es nicht. Danke. Ist direkt unter Rebis Haus. Da ist keine Villa. Okay. Offiziell gibt es die Villa der Kinder nicht. Ja, die gibt es nicht nur offiziell nicht, die gibt es wirklich nicht. Die existiert nicht. Was ist, wenn ich jetzt unter dein Haus gehe? Da ist ein Labyrinth gebaut von Patrick. Du wirst schon ein eingesperrtes Kind finden, ganz einfach. Das ist ein erwachsener Straftäter, mein Sohn. Und der muss seine Strafe absetzen. Das ist kein eingesperrtes Kind. Wie, du das Kind einen Straftäter in deinem Haus? Der heißt erwachsener Straftäter. Das ist kein Kind. Da müssen wir aber ein Gefängnis für den bauen. Nein, müssen wir nicht. Der das können wir auch noch in den Industrieviertel bauen. Der hat Sicherheitsverwahrung. Der ist doch bewährungsfrei. Wir können so einen Hochsicherheitstrakt bauen. Das passt auch gut bei uns noch rein. Also Digga, das ist einfach nur straight up Cybermobbing hier. Also so hoch wird der auf jeden Fall, der Schornstein, mindestens. Mann, guck mal, Kevin, du baust diesen Schornstein doch legit einfach nur, um mich zu nerven, oder? Nee, ich baue, um den Dampf abzulassen. Was für einen Dampf denn? Von welcher Produktion? Es gibt in Minecraft keinen logischen Grund, einen Schornstein zu bauen. Das sind ja Öfen drin und wenn die angehen, dann muss der Dampf ablassen. Kevin, das gibt es in Minecraft nicht. Das baust du nur, um mich zu nerven. Doch, Max und Rumatra müssen ja ihren ganzen Glas irgendwo schmelzen. Dampf und der muss auch irgendwo abgelassen werden. Und staut sich das Ganze, ja klar. Das ist Schwachsinn, das gibt es nicht. Bienendampf, klar. Es gibt keinen Bienendampf.
Na dann guck mal, was aus dem Schornstein gleich rauskommt von G-Time. Ja, Dampf, den er da künstlich hingesetzt hat, damit ich genervt bin. Mann, ich würde so gerne Dampf Gemba hat hier ablassen. Sogar, Gemba hat hier sogar auch eine Eisenschmelze gebaut. Da dampft es auch. Digga, ich drehe hier wirklich durch einfach. Boah, der lässt ja richtig Dampf ab. Das macht ultra Bock. Boah, G-Time, halt den Mund, bitte, Kevin. Da, ey, der Dampf, Schornstein, ich hab mich einfach selbst übertroffen. Das ist halt einfache, wie euch jetzt zu diesen entfernten Stone Claims zu leiten, wo dann runterfallen müssen. G-Time, willst du mich verarschen, Digga? der dampft ja richtig, der Schornstein. Kevin, der ist geil, ist ne? Mann, Junge, das... Oh, oh Gott. Digga, ich krieg hier Depression. Runter von meinem Grundstück, Bienenmann! Runter! Hau ab! Der ist richtig am Dampfen! Och, Digga, Mann! Oh. Ah, das ist aber cooler hier, Max. Es ist cooler. Du hast die direkt vor Augen. Wenn das reicht aber auch gar nicht. Dann schaffe ich die nächste Ladung Kohle wieder, Mann. 20 Dia-Blöcke geben. Ja, 20 Dia-Blöcke, das ist ja schon wieder... Ja, noch mehr als 150 Diamanten. Also habe ich auch nichts gegen. Nee, dann. Scheiße, Max, du weißt gar nicht, wie man verhandelt. Du bist wirklich dumm. Das ist so krass, du bist einfach wirklich dumm. Ich bin nicht so schlau. Okay, letztes finales Angebot: 120 Dias. Ich weiß. Ah, chillig. Also, bei 200 Dias habe ich gesagt, ja, das mache ich. Bei 150 Dias, habe ich gesagt, ja, okay, 150 machen wir es auch. Jetzt kannst du nicht noch runtergehen, wenn du schon Preis gesagt hast, den ich akzeptiert habe. Das funktioniert so nicht. Tatsächlich, wenn man das alles abbaut. Ich kann dir auch nicht sagen, wie viel das ist tatsächlich, aber das sind auf jeden Fall mehrere Stacks. Mehrere Stacks Kohle oder Kohle Blöcke? Mehrere Stacks Kohle Erze. Ich weiß nicht, wie viel das in Blöcken oder umgewandelt dann am Ende ist. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Es ist aber, sieht sehr, sehr viel aus. Und ist es auch nicht hohl. Die sind komplett ausgefüllt von innen, ne? Also das ist schon ziemlich viel. Ich hätte auch ziemlich Bock, das Ganze jetzt hier abzuschaufeln, muss ich sagen. Ich würde sagen, macht 150 und dann dauerhaften Zugang zur Kohlemine von Spark. Ja. Ja gut, also wenn ihr den abbaut, ich baue das natürlich safe wieder einen hindern danach, ne? Das ist schon klar, ne? Ja, aber du musst zeigen, wo du deine Dias abgefarmt hast. Ja, dann kriege ich ja nur 10 Diamanten. Ja, aber wir geben dir jetzt 150. Dann kriegen wir den Berg einmal abbauen und du musst zeigen, wo du deine Dings her hast. Ja, okay. Das geht. Okay. So, dann zeige ich euch mal, wo Marco, was hast du gerade im Maul? Das passt. Dann kommt einmal mit, vielleicht oder 150. So. Zahlen, du zeigst uns das jetzt einfach schon und ich würde uns nicht vertrauen. Okay, let's go. Gibt es jemanden, der Weizen verkauft? So spielt ihr also mit meinem Vertrauen. Alles klar, Geschäftspartner des Todes. Aber ich finde es trotzdem cool, dass du uns einfach so einen Vertrauensvorschuss gibst. Oh, Gemba, das sieht ja auch richtig schick aus, was er hier baut. Der hat auch einen kleinen Schornstein gebaut. Digga, was ist das für ein Haus? Das ist geil, ne, das Haus. Was ist das hier, Digga? Was ist das? Was schaue ich mir hier an? Hast du nicht, er ist neu. Er ist neu. In Lager. Siehst du, wir hatten schon direkt einen Brandfall. Schaue ich mir hier an, Alter. Baby, er spielt erst seit 2 Tagen Minecraft. Der hatte schon einen Brandvorfall in seinem Lager. Digga, was ist das? Ja, hol ein bisschen Sand und dann machst du das. Oh, jetzt will Revi, dass Gemba und ich in den Discord kommen. Ja, dann gehe ich da jetzt mal hin, weil Gemba ist sowieso die ganze Zeit schon allein. Der tut mir ein bisschen leid. Ich bin mal eben drüben. Okay.